Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu WoW zurück bei Grey Goo. Und so, bevor der jetzt hier seinen kleinen Verteiler aufstellt, werden wir ihm einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Zack, und dann greifen wir dieses Mal jetzt gleich mal den... Hey! Okay, gut, so kann man es natürlich auch machen. Dann hocke ich mich halt jetzt einfach da drauf. So, und jetzt greife ich hier mal sein Hauptlager an. Hey, Dave! Moment, eine Lawine, der braucht hier einfach so eine Lawine. Ich sollte mal schnell irgendwie seine Fabrik zerstören. Hey, hörst du mal auf, mir wegzulaufen? Das ist echt unverschämt. Schaut euch den dreisten Typen an. Wie er da einfach einmal... gleich mal einfach wieder einen neuen Verteiler hinstelle. Ich glaube, ich spinne. Hey, da ist ja noch eine Mauer. Okay, die sollten wir dringend loswerden. So, was haben wir denn? Wir haben eigentlich gar nichts zu... Oh, wir können uns große Möbel machen. Okay, gut. Dann holen wir uns doch mal ein paar große Amöben. So, wir könnten uns eigentlich nochmal... Okay, das war's. Genau 200 Einheiten haben wir. Da oben sind noch zwei Destructor. Die schicken wir mal woanders hin. Wo haben wir denn noch relativ wenig Truppen? Die da unten können wir eigentlich komplett abziehen, die Truppen. Da wird der wohl kaum angegriffen werden. Ja, jetzt sollte ich hier mal nebenbei aufpassen. Ah, die sind ja auch fleißig am Werk. Moment, wo habe ich denn noch ein paar Destructor? Moment, Moment, Moment. Ich schicke jetzt mal zwei von denen hier rüber, weil da sind irgendwie am wenigsten Truppen. Oh, was macht denn der Mutter? Der Mutterguck, wie er da so rausschaut. Oh, mein Lieb. Süß. So, jetzt greifen wir mal hier weiter an. Sollten wir dafür sorgen, dass die endlich hier down gehen. Mir fällt gerade auf, dass ich da unten gar kein Muttergut positioniert habe. Ey, apropos Muttergut. Apropos Muttergut, da können wir doch gleich mal den hier benutzen. Benutzen, das hört sich so falsch an. Der arme Muttergut will doch nicht benutzt werden. So. Ach, der macht hier fleißig von selber weiter. Ja, brav. Oh, da steht noch ein Türmchen rum. Hallo, da stehen zwei Türmchen rum. Nein, und er greift mich ja noch an. Nein, 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 nicht angreifen. Nein, mein armer Reiniger. Der tut schon nur seinen Job. Weg da. So, wir machen das ganz langsam. Schön langsam, locker flockig. Ohne große Verluste hier zu erleiden. Ich habe keine Lust, jetzt meinen Sieg aufzugeben. Oh, schaut euch die an. Die fetten Muttergus, wie sie alle hier rumwuseln. Moment. Kommen die von dem Tor oder kommen die hier raus? Egal, ich lasse hier einfach die hier direkt positioniert. Das passt schon so. Dann kommen die nämlich hier runter und wir können sie direkt empfangen. Warte, dann positioniere ich mal hier auf der anderen Seite auch noch welche. Den Muttergut benutzen wir dann zum Beschleimen. Dann, da ist alles im Butter eigentlich. Da brauchen wir aber eigentlich noch eine Muttergut zum Beschleimen. Ich will nicht den da unten nehmen. Nehmen wir dann einfach den da. Obwohl, der ist hier relativ sicher. So als reines Back... What the... Hä? Das sah jetzt gerade komisch aus. Irgendwie kommt es mir gerade so vor, als würde irgendwie der Sound fehlen. Die Musik. Das kommt mir gerade so komisch... Nein, aufgeben will ich jetzt eigentlich nicht. Das habe ich nicht vor. Aber irgendwie fehlt mir gerade die Musik. Ich weiß nicht warum. Gerade keine Musik da ist. Sehr komisch. Es ist alles so verdächtig still. So, wir gehen jetzt nebenbei noch in Nahkampf. So, wir beschleimen hier mal gemütlich. Ey, können wir mit dem Reiniger auch die Punkte hier beschleimen? Das wäre gar nicht so schlecht. Ich schicke jetzt auf jeden Fall den Reiniger dann hier hin. Also, beziehungsweise gleich da in diesen Engpass. So, ich verplapper mich die ganze Zeit und nebenbei hier zerstören wir mal noch ein paar mittlere Verteiler. Mittlere Verteiler? Ja doch, das ist ein mittlerer. Das ist ein kleiner, oder? Ja. Jo, gleich haben wir's. Aranzaruk darf nichts geschehen. Wir werden ihn brauchen, wenn die Stille kommt. Gut, dann, würde ich mal sagen, auf zur finalen Phase. Oder wir stellen den hier direkt vors Tor. Ich gucke jetzt mal, was da los ist. Ey, was ist denn das hier? Ah, Moment, da ist ja noch ein... Da ist ja noch Gu. Gu. Das sind ja noch Destructor. Destructor. Okay, dann haben wir jetzt überall relativ viele Einheiten. Oh, da sind auch noch zwei Destructor. Sehr fein. Dann schicke ich jetzt mal... Wo haben wir denn noch ein paar Gus?
Die lassen wir da. Ich schicke jetzt, glaube ich, einen von den Muttergoos da runter zum Beschleimen. So, und ich stelle jetzt den Reiniger direkt hier auf. Ich hoffe zumindest, dass wirklich aus dem Eingang die ganzen Einheiten rauskommen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Na, eigentlich haben wir es nicht. Wir haben ja genug Einheiten, also verteidigen können wir das. So, bringen wir uns mal in Position. Den Muttergoo schicke ich jetzt mal dahin. Ich nehme am besten einen, der volles Leben hat. Das war der erste Streich. Folgte gleich der zweite. Den Destructor. Wir sollten also Destructor hier mal ein bisschen idealer aufstellen. Etwas idealer, genau. Das passt eigentlich. Das geht gar nicht. Etwas idealer. Das widerspricht sich irgendwie. So, oh. Mr. Muttergoo. Zack. Alle drei Knotenpunkte sind in unseren Händen. Wir müssen die Kontrolle behalten, bis die Durchlassvorrichtung aktiviert ist. Lass die Spiele beginnen, meine Freunde. Lass die Spiele beginnen. Ha! Oh! Es ist nicht dein Ernst. Da kommt gleich eine Hand. Beziehungsweise, wo kommt die her? Beziehungsweise ist die überhaupt kein Problem für uns. Okay, okay, okay. Angriff! Alle Bastionen zum Angriff! Nein! Mein Muttergoo! Okay, die Hand. Machen wir jetzt einfach locker flockig so fertig. Dabei erstellen wir uns noch ein paar Amöben. Ah, und das war's schon. So viele verlorene Einheiten haben wir gar nicht. Beziehungsweise so viele Einheiten haben wir nicht verloren. Okay. Wie schaut's aus? Die Hand kommt nicht mehr vom Fleck. Die kommt hier gar nicht mehr weg. Sehr schön, sehr schön. Okay, da unten haben wir noch zwei Destructor am Start. Die schicken wir hier hoch. Wir könnten eigentlich auch noch den Dweller nachschicken. Ah, jetzt muss man aufpassen. Hier sind eigentlich am wenigsten Einheiten. Aber da schicken wir dann den Reiniger nach. Okay, die Angriffswelle wäre überstanden. Und die Hand auch. Gut, dass ich mich doch da gleich positioniert habe. Wir hätten echt ein Problem gehabt. Ich hoffe, es kommt nicht. Ah, okay, die zweite Angriffswelle kommt. Angriff, Freunde, Angriff! Da kommen sie. Ah, das sind dann schon stärkere Einheiten. Gut, gut, alles okay, alles okay. Nein, verteidige den Goo! Okay, ich tausche jetzt mal. Kann ich den austauschen? Nein, ich tausche den jetzt nicht aus. Gott, ich muss hier echt aufpassen. Okay, okay, okay. Wir brauchen mehr Amöben. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Markieren? Nein, ich wollte eigentlich nichts markieren, sorry. Okay, okay, ich versammle die jetzt einfach direkt da drum rum und verstecke die nicht da drin. Können wir uns da noch welche holen? Ja, gut. Da kommt wahrscheinlich jetzt noch eine Angriffswelle. Ich vermute einfach mal, dass da eine epische Einheit dabei ist. Wir haben wieder volle Einheitenstärke, okay. Da kommt sie. Ja klar, und diesmal kommt sie natürlich von der Seite. Okay, dann heißt das heißt, die letzte kommt von da, von unten. Ich schicke jetzt doch mal... Ah, schicke ich den Reiniger da weg? Nein, den schicke ich da nicht weg. Ich lasse den Reiniger da. Oh, das war jetzt schon hart. Aber wir haben ja noch ein bisschen Backups hier. Ein paar Backups. Die zwei Destructor schicke ich mal hier in die Mitte. Da unten müsste es gut ausschauen. Na, okay. Mittelmäßig, mittelmäßig. Schicke ich lieber hier zwei runter. Okay. Es könnten vielleicht sogar noch mehr Gegner angreifen. Die zwei Destructor, da schaut's gut aus. Die schicke ich in die Mitte. Die zwei schicke ich unten hin. Nein, auch in die Mitte. Ich habe irgendwie um die Mitte am meisten Angst. Da kommen sie schon wieder. Oh, es geht so schnell. Okay, aber das haben wir echt im Griff, glaube ich. Wow, okay. Mitte, Mitte. Aufpassen.
Okay, da kommen neue Destructor nach. Ach, die haben ja eigentlich alle überlebt. Was heißt alle? Relativ viele. Hey, war da jetzt nicht noch irgendwo? Nee. Ah, da müssen wir unbedingt Verstärkung nachschicken. Na, komm schon. Jetzt hat. Gut, haben wir noch irgendwelche vollgesogenen? Da sind noch ein paar. Die schicken wir auch mal hier hin. Da kommen die nächsten. Wow, die sind jetzt direkt hier aufgeploppt. Ach, da unten sind ja noch welche. Oh, die habe ich jetzt ganz vergessen. Okay, da unten kommen die nächsten. Da ist irgendwie am einfachsten, habe ich das Gefühl, zu verteidigen. Die Mitte wird am härtesten eigentlich attackiert. Okay, das müsste die letzte Angriffswelle gewesen sein. Jetzt haben die nur noch 15 Sekunden. Wir haben noch... Oh, wir haben noch 167 Einheiten. Huh, Leute. Es geht echt zur Sache. Okay, 5 Sekunden noch. Da kommt nichts mehr. Ich baue trotzdem noch nebenbei am Leben. Ah, ja. Wir müssen die Vorrichtung dort aktivieren. Was, wo? Dafür müssen ihre Beschützer entfernt werden. Was für Beschützer? So sei es. Vaisa, Elusitak. Guanuta Fagu Yatsau, Advaral Altmata. Wir sind bei Ihnen, Saruk. Was? Schaffen Sie einen Motorgut zur Durchlassvorrichtung? Okay. Alles. Streitkräfte im Bereich um die Barrikade haben uns Verstärkung geschickt. Oh! Nett! Nur bringt mir das nichts. Ich hab nämlich schon komplett Einheiten voll. Hey, wo kommt der Destructor her? Okay. Kann ich da nicht auch den Reiniger benutzen? Der ist doch so gut wie ein Muttergu eigentlich. Hey, wo ist jetzt der Muttergu? Hey! Oh, habe ich versehentlich den Destructor angeklickt. Jetzt war. Ich habe mich schon gewundert, warum jetzt auf einmal der Destructor herkommt. Will anscheinend auch ein bisschen Spaß haben. Das heißt Spaß. So, schaffen Sie den Muttergut zur Durchlassvorrichtung. Oje, gut, dass wir jetzt die anderen beiden davor besiegt haben, weil sonst hätten wir jetzt echt einen Stress gehabt. Obwohl, das hätte wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert, ohne die anderen zwei als Bonusziel zu besiegen. Ist schon gut, wie wir das jetzt so gemacht haben. Komm. Ah, nebenbei noch ein bisschen reparieren. Verbindung vollständig hergestellt. Mit Übermittlung beginnen. Das war's. Operation erfolgreich. Sehr schön. Haben wir es doch noch geschafft. Auch wenn wir einen zweiten Ansatz gebraucht haben. Oh. Durchlassvorrichtung voll einsatzbereit. Öffne Pfad zu verbliebenen Verstärkungen. Was zum Teufel? Jetzt können wir dem wahren Monster gegenübertreten. Gemeinsam stellen wir uns den Schleier, der sich über unsere Galaxie legt. Oder aber wir werden für immer zum Schweigen gebracht. Okay. Ist das jetzt das Schweigen oder das Gut, was sich gerade ausbreitet hier? Beziehungsweise sind wir jetzt am Ende? Und was ist das Schweigen jetzt wirklich? Oder was haben die jetzt damit die ganze Zeit gemeint? Okay, der Soundtrack ist geil.
Ecosystem Getter. Ich verstehe das Ende irgendwie nicht so ganz. Also ich weiß nicht, ob es ihr versteht. Ja, okay. Ehrlich gesagt, es ist, lässt schon einiges an Fragen aufkommen. Was meinen die jetzt mit Schweigen? Das ist immer noch nicht geklärt eigentlich. Bin mal gespannt, ob da jetzt noch, ob da irgendwann mal ein DLC rauskommt, beziehungsweise ein zweiter Teil. Beziehungsweise sind wir am Ende? Ich denke mal, dass wir am Ende sind. Das fühlt sich zumindest wie Ende an. System 9. Okay, das ist doch nicht die Erde, oder? Nee, es ist nicht die Erde. Sieg! Oh, wir haben es wahrlich geschafft. So, jetzt Moment, jetzt will ich mal fortsetzen. Was kommt denn da noch? Was, das war's? Outro abspielen. Okay, Outro. Alles klar. Wow, okay. Wir sind wirklich, wirklich durch. Aber wie? Beziehungsweise, was für ein Ende? Zum Teufel, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich meine, am Schluss brechen die Goo auf, beziehungsweise die sammeln sich nochmal, schicken aus allen möglichen Teilen des Universums oder der Galaxie verbleibende Kräfte, sag ich mal, auf den Planeten, um gemeinsam das Schweigen zu bekämpfen. Was bedeutet das Schweigen? Ist das Schweigen die Kommunikation zwischen den Menschen und den anderen Lebewesen? Oder ist das Schweigen irgendeine vierte Rasse? Oder ist das Schweigen... keine Ahnung, irgendeine Krankheit. Ja, okay, Krankheit wird es wohl kaum sein. Das ist echt weird. Krass. Das finde ich irgendwie gerade verstörend. Ich komme gerade mit dem Ende irgendwie nicht klar. Hey, das finde ich doof, ich will weiterspielen. Oh Mann, ist das doof. Krass. Krass. Richtig geil. Also zum einen mag ich offene Enden nicht, aber zum anderen regt es doch jetzt an, irgendwie weiterzuspielen. Weiß nicht. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir hier wirklich am Ende, zumindest von der Kampagne. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt im Let's Play weiterspielen soll, also mit einzelnen Gefechten. Ich hätte eigentlich schon Lust. Also wenn ihr Lust habt, dann machen wir natürlich weiter. Wir können ja ganz normale Gefechte spielen, beziehungsweise ganz, was heißt ganz normal, und mal wieder ein bisschen hier einfach auf in den Fight ziehen, sag ich mal, in die Schlacht ziehen. Ich hätte eigentlich mal wieder Lust, mit den Menschen zu spielen, weil die waren irgendwie am komplexesten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal und dann spielen wir ein Gefecht, würde ich sagen. Ciao, ciao!